Servus Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute gibt es eine Rezension von mir. Und zwar habt ihr es im Titel schon gelesen. Heute geht es um das Buch Nightmares, die Schrecken der Nacht von Jason Siegel und Kirsten Miller. Wie die meisten vielleicht schon irgendwie mitbekommen haben, schleppe ich das Buch schon seit Oktober mit mir rum. Und habe es jetzt am 30. Dezember kurz vor Neujahr auf jeden Fall noch beendet. Ich wollte es unbedingt noch beenden, weil ich jetzt nicht mit ins neue Buch, ins neue Jahr mit reinschleppen wollte. Und das war das letzte Buch, das ich 2015 gelesen habe. Und es war ein geniales Buch. Und ich bin froh, dass ich es beendet habe. Erstmal zu den Grundinformationen des Buches und dann kommen wir zu der Geschichte und meiner eigenen Meinung. Also, das Buch ist im Dressler Verlag erschienen, kostet nur 17,99 €, ist ein Hardcover und hat ein mega geniales Cover. Also richtig genial, die Gestaltung von diesem Buch ist 1A, also richtig, da wurde sich so viel Mühe gemacht, da wurde so viel Herz investiert und es ist einfach schön gestaltet. Auch der Buchschnitt, der Buchrücken und die Rückseite und der Buchschnitt, der orange Buchschnitt übertrifft sowieso alles. Und ich finde es auch mega cool, die Schrift und alles, was auf dem Cover weiß ist und auch auf dem Buchrücken leuchtet im Dunkeln. Und das sieht so genial aus, wenn man das nachts sieht. Es sieht einfach mega genial aus und irgendwie auch mega unheimlich. Aber es ist auch der Grund, dass die Aufmachung, also für die Aufmachung, ich finde das mega genial. Und zu diesem Buch gibt es auch ein Lied. Und auf der Homepage kann man sich Hintergrundbilder runterladen und vieles mehr. Also alles, was, also da wurde sehr viel Liebe reingesteckt in dieses Buch. Und ich finde es total genial. Und worum geht es eigentlich in Nightmares? Nightmares ist der erste Teil einer Trilogie. Und es geht um den 12-jährigen Charlie. Charlie lebt mit seinem Vater und seinem Bruder alleine, also zu Beginn der Geschichte. Und er hat seine Mutter früh verloren, sie ist schwer erkrankt und hat den Kampf gegen die Krankheit verloren. Und über den Tod seiner Mutter ist der 12-jährige Charlie noch nicht wirklich hinweggekommen. Und kurz darauf zieht eine neue Nachbarin, die Lila Villa heißt die, ihrer Stadt ein. Also diese Villa steht ganz hoch am Berg. Und Charlie ist neugierig und macht sich auf den Weg zu ihr und möchte sie kennenlernen und hilft ihr beim Auspacken der Koffer und begutachtet das Haus, die Lila Villa, in der sie einzieht. Und kurz darauf später lernt auch sein Vater die Frau kennen und verliebt sich in sie. Kurz darauf ziehen sie auch schon allesamt Vater, Charlie und sein Bruder in die Wohnung oder in das Haus der von Charlotte, also die Frau heißt Charlotte. Charlie ist davon nicht ganz so begeistert und er hat auch Angst vor der Frau, weil er entdeckt komische Sachen in dem Haus, ganz merkwürdige Sachen. Die Frau Charlotte ist ganz komisch, bereitet komische Getränke zu oder ist sehr pflanzenfanat und irgendwie braut sie irgendetwas zusammen, was sehr komisch aussieht und sehr nicht so ganz normal aussieht. Und er hat dann kurz darauf den Verdacht, dass sie eine Hexe sein könnte. Und seitdem er in diesem Haus lebt, bei Charlotte, plagen ihn jeden Abend, jede Nacht schreckliche Albträume. Sehr, sehr schreckliche Albträume, seitdem er in dem Haus wohnt. Zum Leidtragen seiner ganzen Familie. Charlie versucht mit allen Möglichkeiten nachts nicht mehr zu schlafen. Er hält sich mit kaltem Kaffee, Unmengen Wasser, Klebeband und allem Möglichen versucht er sich wach zu halten, damit er ja nicht schlafen muss, weil er sonst wieder Albträume hat. Eines Tages entdeckt er im Turm der Lila Villa etwas ganz Merkwürdiges. Er entdeckt Zeichnungen von ganz fiesen Monstern und ganz unmöglichen Gestalten und Wesen, also ganz gruseligen Wesen. Kommt das Ganze sehr komisch vor. Er bekommt jeden Abend Besuch von einer Hexe und die Hexe droht mit dem, dass er seinen Bruder verschleppen wird und in die andere Welt mitnehmen wird. Und eines Nachts bekommt er wieder Besuch von der Hexe, bemerkt, dass die Tür offen steht und die Tür von seinem Bruder auch. Es ist aber wahrscheinlich schon zu spät.
Er sieht nur noch sie flüchten, die Treppen rauf zum Turm, weg war sie. Es hat sich ein Portal geöffnet zur anderen Welt, das offen steht. Und er sieht sie nur noch von Weitem, etwas über die Schulter geworfen, und er denkt, es wäre sein Bruder. Deswegen stürzt er, ohne lang zu überlegen, durch das Portal hindurch, um seinen Bruder zu retten. Was ihn hinter diesem Portal erwartet, was Charlotte damit zu tun hat, ob es wirklich Charlies Bruder ist, den sie mitgenommen hat, das müsst ihr selbst in diesem Buch lesen. Das war jetzt ganz kurz und knapp gefasst, so gut wie ich es eben beschreiben konnte. Ja, das ist so die Hauptstory in dieser Geschichte. Und ja, mehr möchte ich jetzt eigentlich auch nicht verraten, weil sonst würde ich spoilern. Deswegen komme ich jetzt auch schnurstracks zu meiner eigenen Meinung. Cecilia hat ihr ein Buch geschaffen, das wirklich spannend ist, wirklich interessant ist und eine sehr interessante Sichtweise auf das Thema Albträume wirft. Hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen, auf jeden Fall. Definitiv, es war ein, ich sag mal, ein Jahreshighlight von 2015. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen, auf jeden Fall. Ich fand Charlie als Hauptcharakter sehr, sehr interessant, sehr, sehr cool, sehr, sehr mutig, auch sehr ausgereift, und er ist mit jeder Seite und mit jeder Situation gewachsen. Er wurde immer mutiger und einfach nur klasse beschrieben. Auch die anderen Charaktere, seine Freunde, sein Bruder, sein Vater, Charlotte, und alles sehr, sehr gut beschrieben und sehr, sehr toll wiedergegeben. Und für mich hat diese Geschichte einen noch besonderen Punkt, oder für mich persönlich, weil Charlie einfach die gleiche familiäre Situation oder ja die Familiensituation hat wie ich. Also nicht jetzt wegen den Albträumen, also ich rede von der Familiensituation. Also die gleiche Familiensituation wie er habe ich auch, und deswegen habe ich auch eine besondere Verbindung zu Charlie als vielleicht jemand anderer. Oder das Schicksal dieser Familie, das er erlitten hat, habe ich ja auch erlitten. Deswegen habe ich dann noch eine bessere Verbindung zu Charlie. Deswegen konnte ich mich noch mehr in ihn hineinversetzen, mit ihm mitfühlen und auch erkennen und wissen, warum er sich jetzt so fühlt oder warum er so denkt. Deswegen auch ein Pluspunkt von mir auf jeden Fall. Ja, die Geschichte hat einen mega genialen Verlauf. Einfach nur mega spannend, mega cool. Und ich finde auch, die Moral von der Geschichte kommt ja wirklich gut raus, und die finde ich sehr, sehr wichtig. Nämlich, dass man sich seinen Ängsten und seinen Albträumen stellen muss, um ruhig leben zu können. Und das bringt dieses Buch wirklich gut zum Ausdruck, und ich finde das sehr, sehr gut. Vor allem für ein Kinderbuch ist das wirklich gut umgesetzt und auf jeden Fall für Kinder ab 10 Jahren lesenswert. Alle Eltern müssen ihre Kinder gut kennen und wissen, ob sie sowas schon verkraften, weil es sind Monster und irgendwelche Wesen, gruselige Wesen, und jeder Vater und jede Mutter muss kennen, ob sein Kind das schon verkraften kann, ob er damit schon umgehen kann mit solchen Wesen, wie man auch auf dem Cover schon sieht, die ganzen Gruselwesen, wie da abgebildet sind, wie Mumie, Geister, Sensenmann und solche Sachen. Da muss man sein Kind schon gut kennen und wissen, ob es das verkraften kann oder ab kann, weil es doch schon ziemlich, ich sag mal, für Kinder ziemlich in Anführungszeichen gruselig und auch teilweise nicht brutal oder so, sondern einfach nur gruselig und unheimlich werden kann. Aber Charlie als Hauptcharakter ist einfach super gewählt, und ich glaube, dass sich da viele Kinder in ihn hineinversetzen können und mit ihm mitfühlen können, und das hat Jason Siegel hier auf jeden Fall gut geschafft und gut umgesetzt, und das finde ich sehr, sehr klasse. Mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Das Buch hat von mir 5 Sterne bekommen. Einfach ein Jahreshighlight von 2015. Der Schreibstil war klasse, einfach gehalten, für ein Kinderbuch sehr einfach geschrieben, natürlich sehr groß aufgeschrieben, und mit seinen knapp 375 Seiten auf jeden Fall auch in einem guten Rahmen für ein Kinderbuch. Da kann man eigentlich nicht anders sagen. Top! Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächsten beiden Teile. Auf den zweiten und den dritten. Wobei ich bei diesem Teil auch sagen muss, dass mir das Ende... Das Ende war gut. Also es war gut durchdacht. Aber ich bin eigentlich... Es ist zwar ein Ende, da
vermute ich keinen zweiten Bond mehr eigentlich. So, mit dem Ende könnte ich jetzt einigermaßen gut leben. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was mich in den nächsten Teilen erwarten wird. Auf jeden Fall volle 5 Sterne von mir. Geniales Buch kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das war's. Mehr brauche ich zu dem Buch nicht sagen. Es war auf jeden Fall sehr, sehr genial. Und wenn ihr das Buch schon gelesen habt, dann schreibt es in die Kommentare und sagt mir eure Meinung, wie ihr es fandet. Und ansonsten war's das mit dem Video. Da oben könnt ihr jetzt meine letzten zwei Videos schauen, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann lasst es bleiben. Und ansonsten sage ich jetzt nur noch Tschüss und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ich hoffe, ihr konntet etwas. Ich habe es einigermaßen gut erzählt und spannend erklärt. Ne, hab nicht. Jason Siegel hat hier ein Werk geschaffen, das mega spannend ist. Steigerungsfutter. Aber man muss wirklich bedenken, dass es jede Eltern, jede. Pardon.